Hi Leute, ich bin's Kepa1232 und heute kommt wieder eine neue Left 4 Dead Challenge. Ich will ja alle Challenges durchbekommen und ja, da ich die meisten sowieso mit Freunden machen werde, oder hier mit Familienmitgliedern, weil die Videos bei euch ultra gut ankommen, wenn ich mit mehreren Leuten das spiele, diese Challenges, dachte ich mir, lass einfach schnell die Challenges beenden, wo man sowieso nur allein spielen kann. Beispielsweise die letzten beiden Challenges, die konnte man mit Freunden spielen, deswegen sind die Videos auch nicht so heftig geworden, weil ich allein gespielt habe. Jetzt beende ich einfach erstmal die Challenges, die man alleine spielt, damit ich dann das Beste im Nachhinein rausknalle. So, und wir fangen mit einer ganz einfachen Challenge an. Erstmal machen wir alles mit der Kampagne durch, und zwar Solo. Wir haben hier nur eine Challenge für Solo, was eigentlich echt gechillt ist, und zwar einer gegen viele. Ich habe auch schon davor, bevor ich das Video angefangen habe, habe ich schon ein Glücksrad gedreht und das war The Sacrifice. Ich spiele natürlich auf fortgeschritten, denke ich mal. Und als Charakter Bill. So, die Challenge habe ich natürlich schon gespielt, deswegen weiß ich, wie man diese Challenge spielt. Und zwar ist es so, ich bin jetzt alleine, ohne Bots. Es gibt keine Smoker, keine Charger, keine Hunter, Boomer, Charger, Spitter, Jockey und so weiter. Die gibt es nicht, die Specials sind im Prinzip weg in der Challenge. Genauso wie meine Bot-Kollegen. Jetzt bleibt aber die Frage, wer ist denn da noch übrig? Naja, die Common Infected und eventuell Tank und Twitch. Ich bin mir nicht sicher, ob die noch beide noch da sind. Aber ich denke ja. Weil die Common Infected, die haben ja keine besondere Fähigkeit, außer dass die halt in Horden kommen. Und ja, das wird also eine sehr interessante Challenge. Weil ich jetzt alleine gegen Horden kämpfen muss. Das heißt, wenn ein Incoming kommt, muss ich alles selbst machen. Ich habe keine Bots, die mir Unterstützung leisten. Ich bin auf mich allein gestellt. Und ihr seht, Grafik ist wieder. Ich habe Grafikmod. Deswegen sieht alles bei mir viel hübscher aus. Und das werden wir auch im Nachhinein wieder so sehen. Ich meine, falls ihr wissen wollt, wie das heißt, dann fragt einfach in den Kommentaren nach. Dann schicke ich euch auch den Steam-Link zu diesem Modpack, damit alles bei euch hier richtig hübsch aussieht. Ich meine, die Atmosphäre. Wirklich alles wurde neu texturiert. Und ja, wie fange ich am besten an? Ich nehme definitiv die Schaufel mit, weil Nahkampfwaffen sind ultra wichtig für Horden. Hier eine Schrotflinte nehmen wir auch mit. Und ja, jetzt sind wir alleine hier. Nur mit den Kollegen. Na, ich nehme die Feuerwehraxt, weil die nicht so eine brutale Schwungkraft hat wie die Schaufel, weil die Schaufel ist ja größer und deswegen muss man mit der ein bisschen mehr ausholen im Schwingen. Klar, so eine kleine Nahkampfwaffe ist halt etwas entspannter, aber muss man bedenken, die Reichweite ist halt Trash. Und da kommen schon die ersten Kandidaten auf mich zu. Alles gerade noch einfach. Oh, es kommt jetzt schon eine Horde, das ist schlecht. Jetzt kommt schon eine Horde? Okay, das habe ich gar nicht erwartet. Habe ich gar nicht erwartet, aber ja. Bäh. Ihr seht schon, alles muss ich alleine, ne, jetzt machen. Oh mein Gott, Busch. Hier gut, eine gute Ecke ausgewählt. Weil die erstmal hochklettern müssen, das irgendwie nicht hinbekommen. Ja, das ist im Prinzip die Challenge, die man alleine machen kann. Ich werde die natürlich bis zum letzten Level spielen. Die sind irgendwie zu dumm, mich zu bemerken. Und da sind gerade welche gestorben. Ja. Also ich werde jetzt draus kein Speedrun machen, Leute. Also ich werde mich hier jetzt nicht beeilen mit der Scheiße. Ich spiele es einfach wie ein Casual-Spieler. Zack. Beleuchtung ist wieder perfekt. Rohrbomben sind hier ultra wichtig in dieser Challenge. Vor allem, wenn es mehrere Horden auf einmal sind. Ich kann froh sein, dass ich nicht sowas wie Infektionszentrum habe, wo man wirklich bei manchen Passagen unendlich viele Horden hat, bis man halt einen bestimmten Schalter umgelegt hat. Da kann ich froh sein, dass ich das nicht habe. Sacrifice ist eher eine gechillte Kampagne. Da gibt es nicht wirklich unendliche Wellen. Vielleicht mal in ein paar Passagen, wo mal eine Horde kommen muss. Aber ja, das kriege ich, denke ich, mal hin. Ich hoffe, dass wir gegen den Tank nicht kämpfen müssen. Jetzt habe ich ein bisschen Feuer hier gemacht. Das ist ein bisschen schlecht. Aber egal, wir kriegen die Challenge schon hin. So, ich habe euch auch eine schöne Story parat, die ich euch erzählen kann, die genau heute passiert ist, am Samstag, 11. Dezember, 15 Uhr. Da sollte ein Amazon-Paket aufkommen. Für meine Facecam, die ich für Livestreams benutzen werde auf Twitch und für YouTube Let's Plays. Und ja, da steht drauf, das Paket ist angekommen.
Das habe ich erst eine Stunde später erst bemerkt. Und ja, das Paket ist nicht angekommen. Es war einfach nicht da. Ich weiß nicht, was mit dem Paket passiert ist, aber es ist nicht da. Es sollte angeblich vor der Haustür liegen, aber da lag halt einfach nichts. Oh, eine Horde, eine Horde, eine Horde. Nee, nee, die werfe ich noch nicht weg. Ich wollte die gerade werfen, aber das wird dumm. Nein, nein, nein. Horde, 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 Horde. Oh mein Gott. Nein, husch mit euch. Husch mit euch. Husch, husch, husch. Und ja, ich habe das Paket also nicht, beziehungsweise meine Facecam ist einfach nicht mehr da, obwohl gesagt wurde, sie sollte heute kommen. Vielleicht haben die es ja vergessen oder was eigentlich nicht sein kann. Okay, da brennt einfach ein Kollege. Ja, meine Mom sagte, ja, das kann daran liegen, weil am Samstag halt nicht viel geliefert wird. Weil halt Leute wollen auch mal freie Tage haben. Verstehe ich auch. Aber wenn die dann an dem Tag beispielsweise keine Zeit hatten, wieso aktivieren sie schon dieses Feature, was mir anzeigt, dass es schon da ist? Macht doch gar keinen Sinn, oder? By the way. Nur ein Sniper. Ich habe mich gerade gewundert, warum keine Level 2 Waffen kommen, aka Pump Shotgun M16. Warum kommen die nicht? Nur und. Ich hoffe jetzt, da kommt kein Tank. Aber eine Horde. Aber eine Horde. Oh, ich muss hoffen, dass die Zieler-Agenten Dingens haben. Boomer-Galle. Ja, da ist einer. Ja, gib mir die Boomer-Galle. Gib mir die Boomer-Galle. Ich brauch sie. Ja, perfekt. Und zack, Alter. Jetzt tue ich einfach gar nichts. Ich werde einfach warten. Die kloppen sich da, glaube ich, selbst alle tot. Dann lassen wir die schon mal hier ein bisschen kämpfen. Gibt's hier noch Boomer-Galle? Perfekt. Die nehme ich mit, weil Boomer-Galle ist viel effektiver als Rohrbomben. Einfach aus dem Prinzip, weil die Boomer-Galle diese Infizierten einfach länger aufhält. Deswegen hat man mehr Zeit, dann wegzurennen. Ich meine, ich bin jetzt schon so weit weg, das dauert erst Jahre, bis die erst bei mir sind. Da kommen schon die ersten. Aber da kommen natürlich noch mehr. Aber Pillen brauche ich nicht. Ich mach ein bisschen. Oh mein Gott, ja, ich mache kurz einen Skip. Tja, die wird mich noch nicht erreichen können. Ich will jetzt einfach ein bisschen skippen. Ich weiß, hier gibt es einen Skip, aber ich glaube ich nicht hin. Was haben wir hier Schönes? Ja, wir nehmen die M16. Nicht die Schrotflinte. Klar, die Schrotflinte macht mehr Damage, aber bei den Kollegen, da reicht eine M16 auch schon aus. Da ist sie ja. Zack. Eine Molotow kann nützlich sein. Aber hier bei der Challenge nicht wirklich. Naja, es sei denn, man will eine hinter sich alles zumachen. Ja, ich sehe gerade, wir haben keine Tanks in der Challenge. Das heißt, das Ende wird sogar ganz einfach, wo die drei Tanks eigentlich kommen müssen. Da kommt einfach gar kein Tank. Oder vielleicht kommen da doch drei Tanks, wer weiß. Ach, die meine Güte. Nein, ich gehe da noch nicht los. Ja, guck mal, da kommen jetzt alle. Ja, wie viele kommen denn noch von euch? Der Fritt, Doppelpunkt, ja. Es kommen ja noch ganz viele. Mhm, guckt es euch an. Wie viele ich hier auch wieder auf mich warten. Och nee, auch nee, auch nee. Weil ich find's lustig, wie die erstmal aufs Rohr klettern, um mich dann anzugreifen. Ja. Wir müssen erst aufs Rohr klettern und können dann angreifen. Zack. Boah, was? Ich hab verfehlt, das kann gar nicht sein. Und wir haben es geschafft, wir haben das erste Level fertig. 190 Infizierte getötet. Die Challenge ist ganz okay, ich meine auf Experte. Boah, da sind 20 Damage pro Schlag von denen echt gefährlich. Weil es genau 5 Schläge braucht, um dich dann wegzuhauen, beziehungsweise deine Challenge komplett zu vernichten. Fortgeschritten, ich bin mir nicht sicher, entweder machen die dort
15 Damage oder etwas weniger, ich bin mir aber nicht sicher. Ja, wir heilen uns kurz. Weil wir sowieso alleine sind, haben wir genug Medic-Packs. Deswegen nehmen wir uns alle, bis wir uns halt nicht mehr heilen können. Das ab 99%, perfekt. So, dann können wir hier auch weiterlaufen. Ja. Eine AK wäre jetzt hier mir lieber, oder eine Scar. Weil die M16 ist halt, die ist halt präzise, ja. Aber macht halt wenig Schaden. Also ich kann mit denen ein halbes Magazin auf sie drauf feuern, dann sterben die erst. Ja. Ach komm schon. Oh, jetzt kommt eine Horde. Soll ich's wagen? Soll ich's wagen? Ich mach's nicht. Ist doch ein guter Spot, oder nicht? Genau hinterm Auto. Nö, ja, die kommen von hier auch. Oh nein, husch. Nein, husch, husch, husch. Nein. Ach komm. Jetzt bin ich wieder in so einem Moment, wo ich es hasse. Ah komm, wir gehen hier einfach rein. Zack, zack, zack. Zack. Guck mal, da lag eine Rohrbombe, deswegen werde ich die nehmen. Schmeiß die schon mal da hinten hin. Wir uns ein bisschen Munition ersparen. Da war gar keiner, perfekt. Ja, wobei, da ist einer, aber der hat eben nicht reagiert oder erst im Nachhinein gespawnt. Als ob ich den Schlag gerade schon wieder verschissen habe. Na gut, passiert, denke ich mal. Oh, schon wieder eine M16. Aber wir brauchen eine AK oder eine SCAR. Oder diese eine Counter-Strike-Source-Waffe. Mit Visier. Ich habe vergessen, wie sie heißt. So, hier ist alles entspannt. Oh, wir haben wieder Boomer-Kotze. Lauft mal alle dahin, Kollegen. Ich nehme mir die hier. So, jetzt kommen alle hierher. Knall ich hier schon mal dieses explosive Fass an. Husch mit euch. Ja, husch, mach doch Platz, du Fettsack. Mein Gott, Alter. So, jetzt sind die da abgelenkt. Und die ignorieren mich. Hoffe ich. Zumindest die meisten. Ach komm, der hat überlebt. Der hat auch überlebt. Ja, was ist das denn heute für ein Tag, Alter? Ich schieße die 30 Mal an, die stehen einfach trotzdem. Wirklich, M16 ist wieder Legende. Oh, AK? Nee, aber eine Scar. Endlich. Wurde auch mal Zeit für die Scar. Aber ich muss ehrlich sagen, die AK ist mir etwas lieber. Ja, warum sind hier so viele? Ich dachte, die Horde hat schon aufgehört. Nee, angeblich hat sie nicht aufgehört. Ja doch, die Shepard, die Scar Shepard aber. Der Nachteil bei der Scar ist halt die Nachladezeit. Die ist halt gar nicht geil und die Präzision ist auch nicht geil. Okay, dann schmeiße ich hier schon mal die... da kommen die nächsten. Da sind die kurz abgelenkt da hinten. Ich hoffe nicht, dass die jetzt mir hinterherlaufen, wenn diese Boomerwolke verschwindet. Dürfen sie eigentlich nicht, die müssten ja eigentlich gleich AFK bleiben. Weil die halt nicht wissen, wo ich bin. Was auf den Kollegen hier. So. Tabletten. Ja, eine Adrenalin. Und die kommen alle, natürlich, perfekt. Ja, schnell, vorbei, vorbei, vorbei. Und die Bauarbeiter geben einen Fick auf Rohrbomben, weil die hören müssen halt nicht. Und sind halt, Alter, wie robust sind denn die Zombies in dieser Challenge? Das ist doch nicht mehr lustig. Oh mein Gott, wie viele es aber auch noch sind. Komm her. Die Nahkampfwaffe regelt, die Nahkampfwaffe regelt. Spiel ich halt kurz Half-Life in Left 4 Dead 2. So, wir sind jetzt bei der Passage, wo ich gleich die Boomer-Kotze werfen muss. Einfach aus dem Grund, weil gleich noch eine Horde kommt. Boah, ich hasse es, wenn die einen so umzingeln, wirklich. Ich kann es überhaupt nicht abhaben. Guck mal, schon wieder. Das Spiel hier The Forest, oder wie? Warum umzingeln die mich hier? By the way, The Forest könnten wir eigentlich auch let's playen, weil ich das Spiel habe.
Dann müssen wir aber erstmal andere Spiele zu Ende displayen. So. Jetzt kommt die nächste, das nächste Problem. Ja, und zack. Ja, haut mich halt noch mehr. So, jetzt muss ich aber abhauen und die können sich da, glaube ich, amüsieren. Wobei, ich töte die, glaube ich, am liebsten. Nicht, dass die mir hier gleich auch alle hinterherlaufen. Ja, guck mal, wie das hier scheppert, Alter. Oh ja, jetzt kommen sie alle. Oh mein Gott. Von hinten? Och nee. Ach, die klettern jetzt aufs Boot hoch, damit sie mich von hinten auch bambuseln. Na gut, das bringt ihnen aber nichts mehr, weil... Guck, wie viele dachten, es wäre eine gute Idee, mich von hinten zu killen. Das ist ja so stupid. Ja, außer der Typ dachte sogar, jo, lass mal doch von vorne angreifen. Und die Map müsste euch bekannt vorkommen. Seine Hunter-Challenge, die ich vor 9 Monaten oder so gemacht habe. Mit meinem Kollegen und dann noch einen anderen Kollegen. Ja, das waren schon Legendenzeiten. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir nächstes Mal Spitter oder Boomer. Mal schauen. Ach, der Typ hat Verspätung, perfekt. Der hat wirklich Verspätung. Komm her, du schaffst es, ich bin ja nicht mal schnell. Ich schub's ihn gleich in dieses Loch rein und dann weint er gleich. Spritze. Fall runter. Ja, okay, so sollte er eigentlich nicht runterfallen. Schön, die Zombies waren gerade nicht da. Also nur der mich bemerkt hat. Der hat mich bemerkt, weil ich ihn angeschossen habe. Aber die anderen? Ja, jetzt, die bemerken mich jetzt nur, weil ich geschossen habe. Hau ab. So. Ja, guck mal, wie viele ich auf mich warten. Ich finde aber den AI-Director bei Left 4 Dead echt geil. Und zwar, der AI-Director ist im Prinzip, joa, das Programm, das euch, okay, hier habe ich Texturfehler wegen der Texturen-Mod. Also dieser AI-Director von Left 4 Dead, der ist ja so, dass er genau so viele Zombies spawnt, wenn man beispielsweise grüne Gesundheit hat. Spawn halt richtig viele Zombies. Und weil rote Gesundheit hat, spawn halt echt wenig. Weil ich zum Glück gelb habe, kommen so mittelmäßig viele. So, das Spiel versucht sich dir anzupassen. Je nachdem, wie viel Gesundheit du gerade hast. Also wenn das Spiel merkt, yo, der Typ hat ultra wenig Gesundheit. Dann klatschen wir halt ultra wenig auch für ihn rein. Okay, ich warte, bis gleich die Zombies kommen, weil dann... Schmeiß ich diesen Molotow und dann brennt hier das ganze Haus, Alter. Ja, nicht hier rein, Alter. Kommt hier doch nicht rein. Ihr habt Hausverbot. Schönes Feuer, hab ich recht. 27 Gesundheit, das ist schlecht. Die haben mich ja so schnell bambuselt. Wow, alle sind verbrannt. Aber die Horde war auch echt klein. Die Horde war echt klein. Habt ihr noch mehr Boomergalle für mich? Doch, da ist... Perfekt, Alter. Richtige Ehrenmänner. Ach, geil, jetzt bin ich sogar rote Gesundheit. Ach, die macht sogar 5 Damage pro Schlag. Oh, jetzt habe ich den einen vom Schlaf geweckt. Tut mir leid. Und fertig. Ja, zweite Map. Recht okay. Aber nicht gut abgeschnitten. Fast gestorben, das ist schlecht. Sehr schlecht, Leute. Ach, Mann, Gott. By the way, ihr könnt mir gerne auf, könnt gerne auf Twitch vorbeischauen. Das verlinke ich mal meinen Twitch-Kanal. Ich streame ab und zu. Weil ich täglich. Hab da auch zumindest das Affiliate-Programm nach gefühlt 2 Monaten bekommen. Wo ich auch stolz drauf bin. Deswegen könnt ihr mich da bei Twitch auch supporten. Ist keine Pflicht, aber. Joa. Keine Pflicht, Leute. So, jetzt sind wir beim letzten Level, also die Challenge
ist echt kurz, wenn man darüber nachdenkt. So, ich kann mich jetzt nämlich noch einmal healen und dann nehme ich das nächste Medipack mit, weil dann haben wir eigentlich schon genug Leben. Wieder auf 99. Ah, 96. Egal, diese drei Leben sind ja nicht wichtig. Die spielen hoffentlich keine Rolle. Hoffentlich, ja. Auf einmal spielen sie doch eine Rolle. Was ich nicht hoffe. Eigentlich wären mir Pillen viel lieber. By the way, hier ist einfach Red Bull. Einfach Werbung. Eine Schaufel? Nee. Da. Zack, zack. Ich weiß nicht mal, wie ich das Thumbnail machen möchte. One against Mandy. Ich glaube, ich denke mal, ich werde Bill einfach als Charakter reinklatschen auf das Thumbnail. Und dann versuche ich mal irgendwie diese Common Infected hier reinzuklatschen, die wir angetroffen haben. Halt diese normalen, dann diesen Cedar-Agent, den Bauarbeiter, sonst haben wir halt keine besonderen getroffen. Ach, da oben kann ich nicht drauf, bestes Leben. So, jetzt haben wir die nächste Arschkarte, Leute. Wir müssen jetzt diese drei Generatoren anschalten. Und dürfen dann erstmal drei Wellen mit den Kollegen hier chillen. So, da hinten haben wir Boomer kurz, was gut ist. Weil ich werde die gleich benutzen. Ich werde meine benutzen und die andere gleich nehmen. Zack. Ja. Jetzt warten wir, bis die kommen. Am besten ist mal welche zu treffen mit der Kotze. Das ist immer das Beste. So, jetzt kommen die. Ich weiß nicht von wo, aber. Die kommen von da hinten. Ich höre es, aber von vorne auch. Ja, da kommen sie. Oh, ich habe sogar perfekt welche getroffen. So, jetzt müssen wir halt alle töten, ja? Bevor wir hier noch mehr Probleme mit den Kassieren. Ich muss halt schneller sein als die Wolke, die spawnt. Ich hab's hinbekommen. Also, es leben halt nur noch drei, aber. Ich hab's geschafft. Jetzt kommen halt die. Jetzt werden keine kommen, bis wir halt. Ja, bis wir den nächsten halt bekommen. Rohrbomben sind eigentlich ganz okay. Aber nicht das, was ich brauche. Da haben wir auch noch Medipacks. So, dann gehen wir zum nächsten Generator. Ich nehme das vorsichtshalber mit. Vielleicht kommen die ja hier hin und dann bambusel ich die gleich. Oh, eine Molotow. Okay, das ist gut. Die wird echt gut sein, wenn ich gleich die Boomer kurz dahin werfe. Dann werf ich die Molotow hinterher. Dann brennen die erstmal und dann gibt es einen Bumm. Dann knallt da hinten auch noch dieser Propane Tank. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Luft. Nee. Irgendwas mit Kanister. Propane. Ich weiß gar nicht. Ich bin gar nicht sicher, was Propane hieß. So. Und zack, Alter. Jetzt brennt es aber hier richtig, Alter. Oh mein Gott, lauf, lauf, lauf. Es macht gleich Bumm, aber richtig. Und. Okay, es war nicht so spektakulär, aber es hat gewirkt. Weil wir die jetzt so dumm sind und jetzt trotzdem hier durchlaufen. Naja, außer die Cedar-Agenten. Die sind ja. Die haben ja einen Feuerschutz. By the way, wieso habe ich gerade Tank-Musik gehört? Ich glaube, der Tank wollte gerade reinspawnen, aber. Aber die Challenge hat ihn dann sozusagen wieder despawned. Ja, wir brauchen wieder Boomer-Kotze. Ach, die sind alle über mir. Könnt ihr kein Glas kaputt machen? Ja, doch, ihr könnt es kaputt machen, aber. Seid faul. Egal, so. Ich suche jetzt nach Boomer-Kotze. Ich nehme die schon mal als. Benutze ich als Zweitwaffe, falls wir nichts finden, dann ist das mein Plan B. Zu die Rohrbombe, was echt blöd ist. Ach, Laservisier knallt gut. So. Wieder eine Rohrbombe, aber mit Molotow, perfekt. Das heißt, ich mach's so, Moment. Sprengbombe. Dann machen wir es so. Ich aktiviere den hier. Dann werfe ich einen hier hin, also da hinten zu dem Van oder da drüber. Zack. Dann schmeiß ich noch eine Molotow dahin, falls die gleich wieder kommen. Und weil jetzt die Brücke runterfällt, muss ich diese Pipe Bombs mit mir halten, weil gleich
kommt aber richtig Fiasko. Ich weiß gar nicht, es kommt jetzt. Nö, da ist, da hinten brennt es noch, deswegen haben die gar keine Chance. Aber jetzt können die kommen, aber... Ja doch, da kommen sie. Oh mein Gott, guckt hier diese Horde an. Und da muss ich gleich durchlaufen. Können die hier hoch? Die können tatsächlich hier hoch. Hm, ich habe sie so ein bisschen zu früh geworfen. Aber macht keinen Sinn, denn wir haben die Challenge geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben die Challenge beendet. Und das... Ja, und das war im Prinzip One Against Many. Zum Gedenken an Kepa 1232. Ja, Leute, dies ist die Challenge One Against Many. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da. Abonniert, kommentiert, teilt das Video weiter. Und wir sehen uns im nächsten Part von Left 4 Dead 2. Tschüss, Leute.